Come si chiamano i tuoi genitori? Come si chiamano i tuoi figli? Und die Antwort ist dann: Sie chiamano. Ah, für die, die sich ein bisschen mehr für Grammatik interessieren, haben schon gleich gesehen, auch sie chiamano, das ist Mehrzahl, ja, weil ich natürlich Eltern und Kinder Mehrzahl dann ist, ja. Oder ihr werdet nach den Kindern gefragt und ihr habt gar keine Kinder. Ja? Also, come si chiamano i tuoi figli? Non ho figli. Ma verranno, aber sie werden kommen. Quali sono i tuoi hobby? Und Antworten darauf sagt ihr einfach, wie mir schmeckt, mir gefällt, ich mag. Könnt ihr euch erinnern? Ja, mi piace. Und dann, was mögt ihr denn? Lesen, kochen? Schauen wir mal. Mi piace leggere. Mi piace cucinare. Mi piace fare sport. Ja? Mi piace studiare l'italiano. Oder auch wohnen im Verb, ja, mi piace la cultura. Kann auch ein Hobby sein. Habe ich eigentlich meins gesagt? Mi piace mangiare? No? Adesso lo sapete, jetzt wisst ihr es. Quante lingue parli? Jetzt führe ich euch mal ein paar Sprachen ein. Parlo il tedesco, italiano, spagnolo. So, was heißt Deutsch? Was heißt Italienisch? Was heißt Spanisch? Francese, greco. Was heißt Französisch? Griechisch. Inglese, giapponese, cinese, russo! Russo, welche Sprache ist das? Ja, aber hier ein kleiner Tipp. Russare heißt schnarchen. Ja? Also Russo könnte auch sein, ich schnarche. Ja? Russo come un russo. Ich schnarche wie ein Russe. Nein, diesen Spruch gibt es nicht auf Italienisch, aber so kann man sich das schön merken. Was heißt nochmal Russisch? Englisch. Japanisch. Chinesisch. Oder Chinesisch, Chinesisch. Also wir in Bayern sagen Chinesisch, scusate. Aber ihr müsst ja nicht Bayerisch lernen, sondern solo l'italiano. Senza un accento bavarese. Ohne einen bayerischen Akzent. Quando ci rivediamo? Und die Antwort? Non so. Dimmi tu. Dimmi tu. Sono flessibile. Das ist halt schön, wenn man als Kind ein bisschen Breakdance gemacht hat, dann kann man flessibile für die italienischen Studenten sehr gut vorspielen. Flessibile. Also nochmal die Antwort. Non so, dimmi tu, sono flessibile. Oder? Il più presto possibile ti chiamo. Ihr kennt ja vielleicht dieses Lied. Ti chiamo, ti chiamo. Ich glaube, in einem anderen Video habe ich das schon mal verwechselt mit einem anderen, aber das Lied ist ja Ti amo. Ja, ich liebe dich. Ti chiamo wäre halt, ich rufe dich an. Kann auch sein, wenn man jemanden liebt. Ti chiamo e ti voglio dire ti amo. Oh, grazie mille, ma tu sei un tesoro. So, Schluss mit meiner Wunschvorstellung. Sul serio, eh? Machen wir wieder ernst weiter. Okay. Auf, ti piace l'Italia, ti piacciono le mele, ti piace il caffè, ti piacciono le fragole? Due possibilità? E come no? Das heißt selbstverständlich, natürlich, auf jeden Fall. Oder Non affatto. Ne, überhaupt nicht. Non affatto. Auf die Fragen, cosa facciamo? Dove andiamo? Okay, und die Antwort darauf? Possiamo andare a
Ja, und dann macht ihr den Ort, fügt ihr hinzu, zum Beispiel Cinema, Spiaggia, ja, Strand, non so, Bar, Ristorante, oder ihr sagt, possiamo andare a mangiare, a giocare a tennis. Ja? Je nachdem, gleich den Ort oder was ihr dann tun wollt. Noch eins dazu, was Schönes, ja. Che ne dici se? Ja? Also was hältst du davon, wenn wir, und dann müsst ihr in der Wir-Form einfach machen, weitermachen. Zum Beispiel, was heißt denn wir kochen? Ja, cuciniamo, also che ne dici se cuciniamo? Che ne dici se? Wenn wir gehen zum Essen. Che ne dici se andiamo a mangiare? Che ne dici se? Was hältst du davon, wenn? Ja, findet ihr schön diese Floskel? Ja, solo per voi. Nur für euch. Ich werde noch viel, viel weitere Floskeln hier einbauen in meinen Videos, und zwar da veri italiani, ja, wie wirklich Italiener. Okay, e l'ultimo. È stato un piacere conoscerti, o è stato un piacere averti conosciuto. Könnt ihr antworten, vielleicht kennt ihr das aus einem anderen Video schon. Il piacere è tutto mio. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Oder nochmal eine andere Variante. Anch'io sono molto lieto. Auch ich bin sehr erfreut. Anch'io sono molto lieto. So, ich gebe euch die Antworten und ihr versucht euch an die Fragen zu erinnern. Non dimenticate, vergesst bitte nicht, es ist die erste Runde, wenn euch nur so ansatzweise die Frage auch einfällt. Ja? Ich bin dann schon stra contento, super zufrieden, dann weiß ich nämlich, ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Ja? Also ihr wisst, il primo passo, poi il secondo passo, poi il terzo passo. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Der erste Schritt ist nur die richtige Straße finden. Und dann die Straße ablaufen ist dann beim zweiten Schritt. Ja? Wenn ihr das Video vielleicht nochmal guckt. Okay. Si chiamano. Parlo l'inglese, l'italiano, lo spagnolo, il francese, il russo, il giapponese, il cinese. Anch'io sono molto lieto. A proposito, übrigens, die Frauen sagen natürlich nicht lieto, sondern... Ach, das wisst ihr schon alles. Ja, okay, okay. Volevo solo assicurarmi. Ich wollte mich halt nur noch mal vergewissern. Ja, scusate. Ja, ich frage schon nicht mehr nach. Ihr seid ja schlimmer als mein Sohn, ja. Frage ich zweimal, kannst du das? Und so, na certo, babbo. Ja, sicher kann ich das. Il più presto possibile ti chiamo. Che ne dici se andiamo al ristorante? Non ho figli. Il piacere è tutto mio. Beh, non affatto. E come no? Mi piace leggere, mi piace cucinare, mi piace fare sport, mi piace il karate. Non so, dimmi tu, sono flessibile. Ah, übrigens, diese Vokabeln gibt es natürlich auch, oder diese Sätze, als Download, ja, zum Übersetzen üben, für Smartphone zum Beispiel, oder ausdrucken selber, Deutsch, Italienisch.